Wenn Sie mit dem Fach die Rechtswissenschaften meinen, dann würde ich sagen, dass es ganz großartige Möglichkeiten gibt, so wie in jedem anderen sozialen Bereich unserer Gesellschaft auch. Und das Wichtigste ist erstens und vor allem die viel bessere Zugänglichkeit zu Dokumenten als bisher. Bisher heißt vor 30 Jahren. Die Digitalisierung hat ja nicht heute begonnen. Also erstens ganz viel mehr Zugang zu Dokumenten als früher. Zweitens, das ist auch gleich eine große Herausforderung, weil immer mehr verfügbar ist, ändern sich die Methoden und es ändern sich auch die Chancen, die Juristinnen und Juristen haben, weil sie ihr Wissen im Vergleich zu früher mehr und stärker gegenüber Gegenargumenten verteidigen können und müssen. Das ist, glaube ich, das zweite große. Also das erste war mehr an Zugänglichkeit, das zweite ist mehr an Diskurs. Und das dritte, die dritte große Möglichkeit ist, das ergibt sich aus den ersten beiden, eine bessere Darstellbarkeit dessen, was man tut in der Öffentlichkeit und auch eine bessere Wahrnehmung dessen, was einen Juristen oder eine Juristin ausmacht. Aus der schieren Menge an Informationen ergeben sich zunächst einmal ganz wichtige methodische Herausforderungen. Man kann nicht einfach so wie früher im Gesetz nachsehen und dann behaupten, so oder so ist es. Es gibt viel mehr an Diskurs, viel mehr an Meinungen. Das muss man methodisch abbilden. Das wäre die erste Herausforderung. Die zweite, glaube ich, ist die, dass Juristinnen und Juristen zunehmend, so wie viele andere Berufe auch, unter Druck geraten, weil sich vieles von dem, was wir tun, auch automatisieren lässt. Und die Herausforderung da ist, deutlich zu machen, was denn jetzt letztlich wirklich noch durch Menschen gemacht werden muss und nicht durch Maschinen. Und das Dritte ist, das kommt jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit der Digitalisierung, sondern mit der damit einhergehenden Globalisierung. Österreich ist kein Dorf, Europa ist keine Insel. Wir müssen uns viel mehr in einen internationalen Diskurs begeben als früher. Die wichtigste Frage, glaube ich, die mein ganzes Leben schon prägt beruflich, ist die Frage, wie man durch Recht gesellschaftliche Entwicklungen und vor allem technologische Entwicklungen steuern kann. Also wie sehr kann man mit Recht eine Entwicklung, die man für nicht gut hält, oder eine Entwicklung, die man für besonders förderungswürdig hält, durch Recht beeinflussen? Das ist meine Frage, die mich seit 30 Jahren beschäftigt. Und ich werde das in diesem Vortrag auch thematisieren. Ich werde wahrscheinlich zwei große Bereiche herausnehmen, nämlich das Datenschutz- und Datensicherheitsrecht auf der einen Seite und das Immaterialgüterrecht, also insbesondere das Urheberrecht auf der anderen Seite. Und werden wir ansehen, was da so in den letzten Jahrzehnten passiert ist oder nicht passiert ist und inwiefern das Recht dazu einen Einfluss genommen hat oder nicht.